Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Die Beauty-Experten und heute sprechen wir wieder über ein Real-Talk-Thema. Und ja, es ist tatsächlich so, ich muss auch kurz mal Luft holen, und zwar über sexuelle Übergriffe im Kosmetikstudio und in der Beauty-Branche. Ja, sprechen ja leider die meisten nicht über auch mal ernste Themen. Die meisten reden ja tatsächlich immer über so, ja, schönen Wetterthemen. So. Wir nicht. Wir sprechen genau über das Thema jetzt, Anna-Franziska. Genau, und wir möchten natürlich nicht nur über dieses Thema aufklären in dieser Podcast-Folge, aber oder auch darüber ein bisschen reden, wie man zum Beispiel auch das verhindern kann oder wenn es einem passiert ist, wie man damit umgehen kann, sondern wir möchten hier auch nochmal eine echte Kundengeschichte, die uns selber passiert ist, mit euch auf den Weg geben, damit ihr einfach merkt, dass das, was tatsächlich passieren kann, nicht eure Schuld ist. Denn das ist das Häufigste, was eigentlich auch in diesem Thema passiert, dass man sich häufig die Schuld daran gibt und dann schweigt. Und das haben wir schon mit sehr vielen Kundinnen oder Frauen auch erlebt, die so ein Szenario leider schon erlebt haben in ihrem Studio, ob das jetzt Mitarbeiter sind, ob das jetzt als Inhaberin passiert ist. Und dann wird darüber geschwiegen. Und naja, früher oder später kommt das natürlich immer wieder hoch. Das wird dich dein Leben lang, wird dich das beeinträchtigen. Und deswegen ist es ganz, ganz besonders wichtig, offen über diese Themen zu sprechen, aber auch zu lernen, dass du an diesen Themen nicht oder an diesem Übergriff nicht schuld bist. Denn es ist häufig, was passiert, man traut sich da nicht wirklich an die Oberfläche und auch dieses Thema anzusprechen. Ja, genau. Also vor allen Dingen ist ja auch oft so ein Frauending, ne? Dass Frauen dann sagen, so bin ich jetzt schuld oder so, habe ich es vielleicht provoziert? Anna-Franziska, vielleicht schilderst du einfach mal die Situation, was wir auch schon öfters mitbekommen haben. Es gibt ja wirklich Fälle, die uns zugetragen worden sind zu diesem Thema. Deswegen müssen wir auch darüber sprechen, weil ich habe das auch noch nie gehört von irgendjemandem, der darüber gesprochen hat. Ja, also wir haben ja natürlich einmal unser Geschäftsführertraining, in dem wir zum Beispiel gerade Kunden betreuen, die eben auch mehrere Mitarbeiter haben. Wir betreuen natürlich auch viele Einzelunternehmen, ob es ein Businessaufbau, ob es eine Skalierung ist. Viele Frauen, die dann zum Beispiel auch spezialisiert sind auf Gesichtsbehandlungen, Massagen, in verschiedenen Bereichen auch einfach tätig sind, Fußpflege. Und man muss zum einen mal sagen, es gibt keine Dienstleistung, wo man jetzt geschützt davor wäre. Also außer man arbeitet ausschließlich mit Frauen zusammen. Wobei wir tatsächlich auch schon von sexuellen Übergriffen von Frauen gehört haben. Also auch wenn du mit Frauen arbeitest, mag das nicht unbedingt heißen, dass hier keine sexuellen Übergriffe stattfinden. Und ja, ich meine natürlich, jetzt fragen sich welche, okay, wie passiert denn sowas oder wie merke ich denn so einen sexuellen Übergriff? Und viele tatsächlich denken, auch wenn sie sowas erleben, dass es normal ist oder ein Versehen war. Das hören wir sehr, sehr häufig, gerade wenn wir im Team mit größeren Teams sprechen. Das hat die vielleicht gar nicht so gemeint oder vielleicht hat sie einfach nur, die Hand ist aus Versehen irgendwie da gelandet oder naja, ich habe auch irgendwie ungünstig gestanden. Also das sind ganz häufig so Themen, dass man halt sehr gar nicht so bewusst wahrnimmt, dass gerade überhaupt ein sexueller Übergriff stattfindet. Und was wir auch immer gerade in größeren Teams unseren Kunden mitgeben, ist, dass man aufklärt über gewisse Situationen. Ab wann ist ein Abstand nicht mehr in Ordnung zwischen dir und dem Kunden? Ab wann ist es sexuelle Belästigung? Ab wann findet ein Missbrauch statt? Und ein Missbrauch ist ja nicht unbedingt, dass dich jemand packt und zu etwas zwingt, zu einer Handlung. Ein Missbrauch findet schon statt, letztendlich auch durch Worte. Also allein schon Worte oder gewisse Ansprachen oder gewisse Fragen oder ein gewisses Gesprächsthema kann bereits schon in die Richtung gehen, dass man sich danach so dreckig fühlt, dass man sich danach unwohl fühlt, dass einem das Thema unwohl ist und dass man sich einfach dann natürlich auch keinem anvertraut, weil man sich eigentlich gar nicht traut, darüber zu sprechen. Und das ist ein sehr, sehr breites Thema, dieses Thema sexueller Missbrauch. Das fängt letztendlich von Worten an, das geht hin bis zu Nähe, die nicht so geschaltet ist, also wo wirklich dir auch Menschen zu nahe kommen, wo sich jemand an dir vorbeidrückt, wo jemand vielleicht zu nah an jemandem ist, dass du wirklich den Atem schon auf deinem Gesicht spürst oder den Atem im Nacken, dass sich jemand dir unangemessen nähert. Das kann aber natürlich auch sein, dass natürlich die Hände von anderer Leute, Menschen an deinem Körper sind. Das muss jetzt ja auch nicht unbedingt die Brust sein oder irgendwelche Körperteile, die eben jetzt in dem Teambereich sind. Das kann auch wirklich nur auf der Schulter sein oder die Haare, dass jemand deine Haare anfasst oder dich im Gesicht berührt oder an der Wange berührt, an der Taille anfasst oder deinen Oberschenkel aus Versehen berührt. Und häufig sind es auch gerade die Berührungen, die so versehentlich aussehen, die aber dennoch ganz gewollt herbeigeführt worden sind von Kunden, um dich einfach auch zu berühren. Und man ist sich da manchmal auch gar nicht so richtig sicher, war das jetzt irgendwie eine versehentliche Berührung oder war das irgendwie vielleicht doch kein Zufall und jemand wollte mich wirklich anfassen.
ich muss da auch so dran denken, zum Beispiel auch diese Situationen. Wir hatten ja schon öfters Kunden, die sich auch wirklich vertrauenswürdig an uns gewandt haben und auch eben diese Situationen geschildert haben, dass zum Beispiel dann eben auch ein Kunde beispielsweise, sie standen halt mit dem Rücken zu ihm und dieser Kunde hat sie dann eben wirklich an den Hüften so berührt und hat sich dann rangedrückt. Und das ist auf jeden Fall, zählt natürlich dazu. Und viele Kosmetiken so, hä, macht das jetzt gerade wirklich? Manchmal denkt man ja auch, man ist irgendwie im falschen Film. Ja, oder wo auch einfach die Hand vom Kunden bei der Massage, ich meine, steht ja immer seitlich vom Kunden, dass auf immer die Hand an deinem Oberschenkel ist und dann nochmal, ups, sorry, weißt du, also solche Themen auch. Vielleicht auch ein kleines Beispiel, also wir hatten mal eine Kosmetikerin bei uns im Team, die auch, also bei unserer Betreuung, die mit einem sehr großen Team gearbeitet hat, und wir haben immer wieder bei einer Kosmetikerin eine Verhaltensstörung festgestellt. Also immer wieder hat sie dann bei uns angerufen und sagt, du, die Kosmetikerin, die blockiert sich permanent verweigert sie sich, permanent ist sie nicht sehr freundlich zu den Kunden, sie wirkt sehr schreckhaft und wir haben sofort diese Signale bei ihr gesehen. Also natürlich sieht man nicht immer sofort offensichtlich, dass jemand ein Traumata hat, aber diese ersten Signale, diese Verhaltensstörungen weisen eben zum Beispiel auf einen sexuellen Missbrauch hin oder auf ein Traumata, was in dem Format stattgefunden hat. Und dann haben wir uns eben auch in dem Team zusammengesetzt. Da kam soweit jetzt erstmal nichts bei raus. Wir haben uns mit der Inhaberin zusammengesetzt. Auch da kam soweit nichts raus. Aber dann in dem Gespräch mit der Kosmetikerin hat sie sich tatsächlich dann auch nach ein, zwei Gesprächen geöffnet und hat uns beschrieben, dass es immer wieder einen Kunden gibt, der eben sehr massiv sie bedrängt, der immer wieder sie anfasst, der auch immer wieder mit Worten versucht, sie in die Ecke zu drängen. Also ich habe zum Beispiel, dieser Mann war auch verheiratet, das war natürlich das Ganze noch schwieriger gemacht. Also wenn du das erzählst, dann wird meine Frau mich verlassen, meine Kinder wachsen ohne Partner auf. Wenn du es dann der Chefin erzählst, also da wurde auch massiv mentaler Druck auf diese Kosmetikerin ausgeübt. Ich glaub, war das nicht sogar so, dass noch die Frau sogar auch zu der Behandlung. Ja, die Frau kam auch noch ins Studio und die war eben auch mit der Inhaberin sehr eng befreundet, also befreundet, aber zumindest bekannt. Die waren da eben auch mal Kaffee trinken. Und schon ist eine Situation entstanden, in dem sich eine Person sehr hilflos fühlt, in dem eine Person Angst hat, in dem eine Person auch sich schämt für das, was passiert ist. Und solche Situationen passieren sehr, sehr häufig, gerade wenn es um dieses Thema sexuelle Übergriffe geht. Scham spielt eine unglaublich große Rolle. Druck ist meistens auch sehr stark mit dabei. Das heißt, die betroffenen Personen haben wirklich auch Angst oder werden so manipuliert, dass sie Angst haben, damit zu einer vertrauensvollen Person zu gehen. Und da kannst du als Chefin noch so nett sein, da kannst du als Chefin noch so sehr freundlich sein, versuchen, deren Buddy zu sein. Die Personen werden Angst haben. Fall. Und was man natürlich auch noch sagen kann, also was haben wir natürlich dann auch getan, das fragen sich ja auch einige, also was kann man allgemein dagegen tun, dass dein Team oder du selber auch zum Beispiel in so eine Lage gerätst? Und was man auf jeden Fall sagen kann, gerade wenn du ein größeres Team hast, dass du halt sehr offen zum Beispiel über diese Arten von sexuellen Übergriffen sprichst, denn wie gesagt, es fängt meistens mental mit Worten an und steigert sich dann auch bei vielen Sexualtätern, dass sie sich eben versuchen, erstmal mental zu dir Zugang zu verschaffen, austesten, wie weit deine Grenzen auch gehen. Und wenn natürlich deine Grenzen leicht zu überschreiten sind, dann werden natürlich auch oft diese körperlichen Grenzen überschritten. Und was du also tun kannst, ist auf jeden Fall, dass du mit deinem Team einmal ganz offen und das wirklich in regelmäßigen Abständen darüber sprichst, was überhaupt sexueller Missbrauch oder was vor allen Dingen auch sexuelle Übergriffe sind. Dass es eben nicht nur, ich packe jemanden und nehme mir, was ich will, sondern dass es eben auch darum geht, dass du ja schon mental anfängst, jemanden mit Blicken zum Beispiel auch auszuziehen, oder dass du allein die Blicke von Männern in diese Partien von Frauen, Brustarea, Intimarea, Po, Hüften ja schon letztendlich total unangebracht sind. Also jeder erwachsene Mann sollte sich kontrollieren können. Einmal natürlich von den Blicken her, aber auch allgemein von seinem Verhalten. Und da muss man eben sein Team ganz, ganz stark aufklären, dass allein schon Blicke, mentale Worte, dass allein schon natürlich das nicht nur Anfassen sein muss. Anfassen ist natürlich die Krönung sexuellen Missbrauchs, aber dass man eben auch schon da fängt es letztendlich schon an mit diesen sexuellen Übergriffen. Und dann gibt man in seinem Team zum Beispiel auch einen Leitfaden mit an die Hand. Was sind die Steps bei sexuellen Übergriffen?
Also wie kommuniziere ich, wie setze ich Grenzen, wo hole ich mir Hilfe, wie hole ich mir Hilfe und was sind auch vielleicht so kleine Notausgänge, die ich habe aus einer Behandlung, um mich zum Beispiel auch aus dieser Behandlung retten zu können. Und da würde ich wirklich auch jedem raten, bei diesem Leitfaden auf jeden Fall auch Übungen einzubauen. Alleine, wie man zum Beispiel auch... wenn du mich jetzt zum Beispiel anfasst, ich meine, du kannst mich ja immer an der Schulter anfassen, ja, wie ich dann zum Beispiel auch reagiere, wenn jetzt mich jemand wirklich berühren würde, weiche ich zurück, nehme ich die Hand zurück, wie reagiere ich? Und da würde ich wirklich jedem nur empfehlen, ich meine, gerade bei Männern, die sind nun mal stärker, die meisten Männer sind stärker, man will jetzt auch nicht, dass derjenige aggressiver auf einen zugeht. Also wie ist dann die Kommunikation, wenn mich jemand wirklich berührt hat, wenn wir jetzt bei der Krönung von solchen Themen sind, klatsche ich die Hand weg? Stoße ich die Person weg? Wie reagiere ich? Und in welchem Stadium ist es auch zum Beispiel absolut in Ordnung, auch körperliche Gewalt anzuwenden? Ja. Also in dem Fall wirklich jemanden wegzustoßen, in dem Fall die Hand wegzustoßen oder vielleicht sogar jemanden ins Gesicht zu schlagen. Ja. Und mit ins Gesicht schlagen meine ich jetzt nicht, jemand sagt etwas zu dir und du nagelst dem eine direkt. Direkt auf die. Ja, sondern da meine ich natürlich auch, dass es auch zu einem gewissen Grad Notwehr ist, gerade wenn es um wirklich sexuelle Übergriffe geht, wo wirklich jemand versucht, dich zu vergewaltigen. Ja. Ich muss da auch nochmal an so einen Fall denken, wo es zum Beispiel der Fall war, bei einigen Kosmetikstudios ist ja so, dass sie auch über WhatsApp kommunizieren. Ja. Und da kamen zum Beispiel eben auch von einem Mann so Fotos. Ja. Wir also, kennen sie alle. Genau, also online ist es zum Beispiel eher diese Dickpics, nennt man das. Ja. Ja. Aber da in dem Fall war es halt einfach so, dass derjenige halt auch kommuniziert hat in so einem Chatverlauf und dann irgendwie, ja, ich hätte gern einen Termin und so weiter. Und dann kam so, ja, das war ja super schön, die Behandlung. Und dann hat jemand halt eben dann noch Fotos geschickt und dann sind viele Kosmetikerinnen oder in dem Fall war es dann so, war wirklich geschockt. So, hat er das jetzt gerade wirklich geschickt? Ne? Und bei einigen, das ist ja auch so, es gibt ja jetzt bei WhatsApp diese Funktion, dass man ein Video oder ein Foto nur einmal öffnen kann. Es löscht sich sofort wieder. Das heißt, du hast eigentlich keine Möglichkeit, da irgendwie auch einen Screenshot zu machen, weil du kannst in dieser Funktion keinen Screenshot machen. Ja. Also du hast in dem Moment ein anderes Telefon irgendwie in der Hand, aber damit rechnest du ja nicht. Ne? Was macht man vor allen Dingen dann? Ne? Weil wir haben das schon erlebt mit Kosmetikerinnen, die alleine sind. Und wir haben es aber auch schon erlebt, dass eben diese Kommunikation mit Mitarbeitern war. Und dann kamen halt Kunden und haben sowas geschickt, solche Fotos. Ne? Ja. Und das löscht sich ja wieder. Genau, du hast halt auch richtig Angst, weil du bist natürlich alleine jeden Tag in deinem Studio. Da ist dieser Mann, ja, oder diese Frau, ich meine, das machen Frauen auch. Wir haben das auch schon erlebt, dass wir einen Mann hatten, der im Bereich selbstständig war und dann zum Beispiel auch von Frauen belästigt worden ist. Ja. Auch das kennen wir sehr gut. Und dann hast du halt dieses Problem, wenn du bist alleine, dann kommen diese Bilder, du fühlst dich extrem bedroht. Du hast ja schon Angst, wenn jedes Mal jemand reinkommt und du das hörst, dass es dieser Mann ist oder diese Frau, was ist, wenn die klingelt, ich mache die Tür auf und die drängt mich ins Studio rein und verriegelt die Tür, was mache ich dann? Und das kann ja auch jedem in seiner Kabine passieren, dass diese Person dich einfach halt einsperrt mit sich selber und natürlich der dann näher kommt. Und häufig ist es auch so, wie gesagt, man denkt ja immer, ja, der erste Impuls ist, ja, schrei doch dann einfach. Und das sagen auch viele Chefinnen zu ihren Kundinnen, zu ihren Teammitarbeitern, ja, schrei doch einfach. Das Problem ist aber, dass unser Gehirn oft nicht darauf ausgelegt ist, zu schreien. Denn im ersten Moment sind wir wie in einer Schockstarre. Das passiert bei sehr vielen, gerade wenn du nervös bist, wenn du Angst hast. Das ist, kann man so ähnlich sagen, wie so ein Blackout. Und dann bist du wie eingefroren und diese Person hat einfach kompletten Zugang zu deinem Körper. So, und dann sollte man natürlich schon besonders aufpassen, wenn man in der Kundenkommunikation sagt, schrei doch einfach, dass das bei vielen Menschen halt einfach nicht möglich ist. Und das ist eben die große Gefahr. Viele Menschen sind so traumatisiert, auch so schockiert, dass ihnen das wirklich passiert. Man kann das gar nicht fassen, das Gehirn kann das gar nicht verarbeiten, man hat Angst und schon hat man eigentlich eine Lähmung. Deswegen muss es alternativ Leitfäden, Szenarien geben, mit denen Menschen arbeiten können, ohne zu schreien, aber auch ohne viel zu interagieren. Und das sollte natürlich in der Regel mehrfach trainiert werden, weil eben dieser Schocksituation reicht es nicht, das irgendwie einmal im Jahr mal zu sagen, sondern man muss sowas wirklich trainieren. Ja, das kann ich jedem nur ans Herz legen, der natürlich einmal alleine ist, sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Ja, das ist unangenehm, aber auch mit seinem Team offen über solche Dinge zu sprechen. Denn wenn einmal im Team einem das passiert ist, also wir haben das erlebt, wirklich, ich kann euch sagen, da wurde auch mir ganz anders und das war für mich auch ein sehr emotionaler Moment. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass wir da auch Recht behalten würden. Wir saßen wirklich in diesem Call und diese Person hat davon berichtet und es ist mir wirklich ganz schlecht geworden. Ja, total. Das war echt krass. Ja, und aus dem Grund kann ich wirklich auch nur sagen,
übt mit eurem Team. Einmal, was ist wirklich sexuelle Belästigung? Das fängt letztendlich wirklich bei diesem Gerede, bei diesen Worten, bei allem Möglichen an. Dann spricht man das durch, dann kann man da auch im Team gerne Teamarbeit draus machen, dass man das mal sammelt. Hat da jemand schon mal Erfahrungen mitgemacht? Häufig redet man dann im Unkomplizierten ganz gerne mal drüber. Aber auch, wie reagiere ich richtig? Also, angenommen, Person liegt auf der Liege, wurde jetzt am Oberschenkel berührt, du bist dir nicht ganz sicher, dann sagt man eben, bitte lassen Sie die Hände angewinkelt zum Beispiel. Ja, und wenn das natürlich dann nochmal passieren oder du merkst, da kommt eine Reaktion, dass man dann halt zum Beispiel auch die Genehmigung hat von der Chefin, man denkt ja ums Abarbeiten, der Kunde bezahlt dafür, jetzt muss ich nett und freundlich sein. Aber da kann man durchaus dann einfach den Raum verlassen und sich zum Beispiel Hilfe holen durch eine andere Kollegin. Bist du natürlich alleine, würde ich dir immer raten, sobald du ein ungutes Gefühl hast, sobald du dieses Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, verlässt du kurz den Raum, holst kurz Luft, lässt die Tür offen, öffnest die Tür vorne und sagst zu diesem Kunden, dass er bitte gehen möchte. Und warum solltest du vorne die Tür öffnen? Einmal, damit du natürlich notfalls um Hilfe rufen kannst, damit du selber flüchten kannst bei Übergriffen, aber auch, dass dieser Kunde halt relativ schnell den Laden verlässt, ohne vorne die Tür zuzuriegeln. Und das ist eben auch so etwas, das ist vielen nicht bewusst, gerade wenn du Einzelunternehmerin bist, du agierst oder musst dich schon darauf vorbereiten, dass demnächst etwas passieren wird, auch wenn es rein theoretisch in diesem Worst-Case-Szenario jetzt kein Übergriff in dem stattfindet, trotzdem war es unangebracht und das kann man einem Kunden auch sagen, kann sagen, ich bitte dich einfach zu gehen und zwar sofort. So. Und dann kann man letztendlich auch auf jeden Fall diesen Raum verlassen. Man entfernt sich von dieser Person und man stellt sich so gut es geht ran an die offene Tür, dass man einfach auch da möglichst gute Möglichkeiten hat, die Flucht zu ergreifen im Notfall. Aber auch natürlich auch die Polizei zu rufen. Ich erinnere mich auch, oder bei vielen Kosmetiken kommt es ja auch vor, gerade die auch Massage anbieten, dass sie auch komische Telefonanrufe bekommen. Ne? Ja, Happy End. Genau, von Männern, aber auch Frauen. So, ne? Genau. Und dann ist es erst so, ja, also bieten sie denn auch dies? Und dann ist es so ein Schleichen, so eine schleichende Kommunikation in eine gewisse Richtung. Man denkt sich so, meint er das jetzt gerade wirklich? Meint er jetzt wirklich das? Moment, meint er jetzt wirklich das? Ist auch die Frage, Anna Franziska, was kann man denn in dem Fall machen, wenn man zum Beispiel solche Anrufe bekommt? Da wissen ja viele auch nicht, wie man richtig reagieren soll auf solche Anrufe. Ne? Ja, also gerade wenn ihr in der Massagepraxis arbeitet, das ist ja bei vielen Kosmetikern, also sehr körpernahe Dienstleistungen anbietet, wo eben zum Beispiel auch sich entkleidet werden muss. Das können Körperbehandlungen sein, das können Wellnessbehandlungen sein. Vielleicht arbeitet ihr in einem Wellnesshotel, vielleicht seid ihr in einem Spa angestellt, vielleicht seid ihr in einer Massagepraxis angestellt. Enthaarungen ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo sehr häufig Kunden kommen, die eben dieses Schmerzempfinden sehr gut finden. Das haben wir auch schon sehr häufig erlebt. Wenn ihr sowas raushört, deswegen würde ich jedem empfehlen, bevor ihr telefonisch mit den Leuten einen Termin ausmacht, dass ihr mal fragt, was ist konkret dein Problem? Denn ein Kunde, der wirklich nur auf dieses Thema just for fun aus ist, wird da einfach auch nichts nennen können. Ja, oder wenn sich dann irgendwie, ne, gerade bei der Enthaarung etwas auch regt. Ne? Ist halt die Frage, was macht man dann? Da wissen ja viele Kosmetikerinnen auch nicht, wie agiert man dann in dem Moment? Ne? Ja. Aber auch da könnte man einfach kurzzeitig kurz rausgehen. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, erstmal das Thema anzusprechen. Ich sage ja, offene Kommunikation ist super wichtig. Das heißt nicht, dass man aggressiv wird, sondern man fragt, du, ich merke gerade, dich erregt da etwas. Und dann spricht man dieses Thema an. Ich würde auf gar keinen Fall dieses Thema totschweigen, auch beim Kunden das anzusprechen. Das kann dem Kunden auch unangenehm sein und das ist meinetwegen, ne? Also, aber in den meisten Fällen sollte man das auf jeden Fall beim Kunden ansprechen. Ganz wichtig ist, wenn ihr merkt, die Person wird unruhig, dann auf jeden Fall eine zweite Person dazu holen. Kleiner Moment, ich verlasse kurz den Raum, ich bin gleich wieder da. Wie gesagt, Hilfe holen ist da ganz wichtig, zweite Person mit dazu holen, wenn ihr alleine seid und die Person sollte wirklich übergriffig werden. Wie gesagt, am besten schon vor dem, dass etwas Schlimmes passiert, am besten wirklich die Schritte einleiten. Wir haben schon sehr, sehr oft erlebt, jetzt warte ich nochmal ab. Es war ja nur aus Versehen am Oberschenkel mal berührt. Vielleicht beim nächsten Mal wird es dann anders und dann wird es aber schlimmer. Ja, oder es war vielleicht aus Versehen irgendwie. Aber wenn diese Person erst aufgestanden ist und bereits auf dich draufgegangen ist, also zum Beispiel wirklich dich anfasst, dich meinetwegen in der Ecke zwängt oder irgendwie dich berührt oder irgendwie bedrängt, dann ist die Situation bereits schon so zugespitzt, dass du in der gar nicht mehr teilweise in der Lage bist, überhaupt dich daraus zu befreien. Deswegen schon die kleinsten Berührungen, die kleinsten Anzeichen, das kleinste Unwohlsein sollte bereits eigentlich schon Indiz genug dafür sein, einmal Notfallschritte einzuleiten. Die sollte man auch wirklich erstellen selber in seinem Team. Sollte man sich selber auch Gedanken machen, was sind die Schritte, die ich einleite. Und man darf auch gar keine Scham haben, die Polizei zu rufen. Ja.
Also darf man gar keine Angst vor haben. Ich habe auch jemanden mit einem Polizisten unterhalten, der mir gesagt hat, ich meine hier in München, sagt er, das ist tausendfach finden hier sexuelle Übergriffe statt, teilweise auch bei Dienstleistern. Das ist völlig normal, dass sie manchmal auch hinkommen und können Situationen auch deeskalieren. Aber man kann auch fast sagen, in 80% der Fällen, wo sie wirklich hinkommen, ist dieser Anruf wirklich auch wichtig gewesen und notwendig gewesen. In den anderen Prozent, mein Gott, hättest du es nicht getan, wär's vielleicht schlimmer gewesen. Also rein nur als Schutzmaßnahme darf man sich da gar nicht schämen, die Polizei zu rufen. Ja, vor allen Dingen, es geht ja auch weiter. Ich kann da auch mich an eine Situation erinnern, wo wir auch jemanden hatten, der gesagt hat, ich war wirklich wie in so einer Schockstarre. Ja. Und im Nachhinein hat mich das die ganze Zeit beschäftigt. Ich habe auf einmal angefangen, irgendwelche Ängste zu entwickeln. Ja. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Dann hat derjenige vielleicht mich noch kontaktiert über WhatsApp und so. Ne? Und dann habe ich die ganze Zeit, fing dieses Gedankenkarussell halt an. Das ist ja auch etwas dann, gedanklicher Missbrauch, der dann weiter stattfindet. Das ist ja auch etwas, wenn man nicht reagiert hat, dann fängt man an, das irgendwie auseinanderzunehmen und sie noch mehr reinzusteigern und so. Das ist ja immer das Problem, auch daran, wenn man nicht richtig reagiert hat. Ja, und vor allem, wenn diese Grenze einmal überschritten ist und diese Person merkt, okay, hey, mit der Person kann ich es machen, da sind keine Konsequenzen, sie weicht zwar zurück, das machst du vielleicht einmal, zweimal, aber weicht sie am dritten, vierten Mal auch schon zurück, wenn ich sie massiv bedränge, vielleicht braucht sie einfach mehr Druck und es ist ja auch dieses Verhalten von Tätern, dann natürlich auch eine Art Manipulation aufzubauen um dich herum, damit du einfach auch handlungsunfähig gemacht wirst. Und dann wird natürlich da halt auch einen Schritt weitergegangen und man muss relativ schnell schon bei den kleinen Anzeichen wach im Verstand sein, aber das muss trainiert worden sein, weil sonst bist du einfach schockiert oder denkst, es war ein Fehler oder gibst dir auch selbst die Schuld daran. Ja, total. Vielleicht bin ich zu nah an den Kunden rangegangen, was auch immer, aber da muss man einfach trainiert drauf sein und dann weiß man auch, okay, hey, es ist völlig normal, jetzt diesen Schritt zu gehen, das ist jetzt eine Scheißsituation, brauchen wir nicht drüber reden, da fühlt man sich unwohl, das ist einem auch ein bisschen peinlich. Aber es ist nicht so, wofür man sich schämen müsste und da auch die Schritte einzuleiten. Ich kann das wirklich jedem nur noch mal hier sagen, ist wirklich notwendig. Es ist eh so ein Problem ja generell bei Frauen, dass viele Frauen jetzt unabhängig von irgendwelchen sexuellen Übergriffen zum Beispiel, dass sie allgemein gar nicht erst ihre Grenzen zum Beispiel abstecken. Ja. Ja? Dass sie gar keine Grenzen haben oder dass regelmäßig Kunden oder meinetwegen auch das Umfeld oder die Familie, der Partner diese Grenzen überschreitet, weil sie es zulassen. Ne? Ja. Das ist auch etwas, wo wir ja immer wieder auch sagen, auch ob es jetzt zu unseren Kunden ist oder allgemein auch immer wieder in der Community, ja, kenne deinen Wert, ja, und wirklich verteidige das auch und sag nein und viele haben auch irgendwie immer Angst und dann verliere ich die Kunden und dann irgendwie vielleicht passiert das und das. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, das ist ja bei vielen Frauen einfach so. Ja, also wir hatten zum Beispiel auch mal eine Kundin, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, da fand eben auch so eine Art Übergriff statt und dann wurde halt, die Person war sehr bekannt in dem Ort, in der Region, hat dann eben auch gesagt, ich mach dich fertig, ich werde schlecht über dich reden, wenn du jetzt nicht das und das machst. Und diese Person hat eben auch Sachen von dieser Kosmetikerin verlangt und das ist natürlich auch immer, man fühlt sich dann unter Druck gesetzt, man macht das dann, man kennt seine Grenzen nicht, man hat auch irgendwie vielleicht Schwierigkeiten allgemein, weil man eine gute Person ist, diese Grenzen durchzusetzen. Mhm. Grenzen zu wissen und Grenzen zu lernen und vor allen Dingen bei diesem Thema Grenzen zu haben und diese auch verteidigen zu können, sollte ein ganz normaler Instinkt sein bei jedem Menschen. Vor allen Dingen, wenn es um dieses Thema geht. Aber wie Maria schon richtig sagt, wie gesagt, es fängt ja schon bei der Familie, es fängt beim Umfeld an. Gerade wenn du so ein Mensch bist, der Schwierigkeiten hat, seine Grenzen zu verteidigen, Schwierigkeiten auch mal Nein zu sagen, also zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, ich habe dich nicht zu diesem Thema befragt, auch da mal eine Grenze zu setzen oder zu sagen, okay, wenn etwas unangebracht ist, dann gerade solltest du als Persönlichkeit, als Mensch ganz besonders aufpassen, dass du nicht Opfer eines sexuellen Missbrauchs wirst. Ja. Denn das Thema Grenzen setzen ist enorm wichtig. Ja. Und wir merken auch immer wieder, dass gerade Persönlichkeitstypen, die sehr freundlich sind, die immer versuchen, es allen recht zu machen, die immer versuchen, naja, irgendwie ein guter Mensch zu sein, dass gerade natürlich solche Personen sehr häufig von solchen Menschen, die so ein Täterprofil aufweisen, halt misshandelt oder auch ausgenutzt werden. Ja, und es fängt ja zum Beispiel an, wenn du letztendlich dich auch vielleicht von jemandem, den du triffst, dich irgendwie das erste Mal versetzen lässt. Ja, okay, kann ja mal passieren, wenn er eine plausible Ausrede hat. Mhm. So, beim zweiten Mal versetzt er dich zum Beispiel auch. Okay, wenn er eine plausible Erklärung dafür hat, dann ist das vielleicht auch noch zu tolerieren. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die das da nicht mehr tolerieren. Ja, genau. So. Ich zum Beispiel nicht. Genau. Deswegen. Aber erstmal schon nicht. Ja, genau. Genau, so. Und dann gibt es aber Menschen, die sagen, okay, komm, ich gebe dir noch eine dritte Chance. Und wenn er es dann nochmal macht, dann greife ich durch. Mhm. So.
so kann man halt fortfahren oder beziehungsweise so kann man es auch lernen, damit halt zu reagieren so. Bei sexuellen Übergriffen gibt es keine zweite, gibt es auch keine dritte Chance. Nein. Da musst du in dem Moment wirklich reagieren. Und das ist halt das, ne, wenn du halt in anderen Situationen schon nicht reagierst und da einfach sagst so, nee, ich lasse mich so nicht behandeln, ich möchte das einfach nicht. Ansonsten wirklich tschüss aus meinem Leben oder ich möchte mit dir einfach keine Zeit verbringen. Aber in dem Fall gibt es einfach keine Toleranz. Gibt's nicht. Also ich wirklich, wenn du jetzt alleine auch als Unternehmerin bist, diese Nulltoleranzgrenze ist wirklich ganz essentiell für dieses Thema. Ich meine, es ist immer gut als Unternehmerin. Ich meine, es gibt diverse Tools, die du nutzen kannst, gerade wenn dir jemand zu nahe kommt. Da reden wir jetzt wirklich dann von diesen kleinen Fläschchen, die man sich besorgen kann, notfalls. Wie gesagt, wenn du da einfach Angst hast, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sowas im Kassenbereich liegen zu haben. Panik-Buttons machen zum Beispiel auch Sinn in Kosmetikstudios, dass man wirklich einen Knopf hat, der einfach auch ein Signal sendet. Ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, gerade wenn du alleine bist, es gibt diese Knöpfe, die wirklich ganz laute Piepsignale absenden. Man kann auch sagen, bitte gehen Sie jetzt, und dann drückt man diesen Button und dann sendet dieses Piepsignal, das hört man eigentlich durch Wände noch hindurch. Also da gibt es schon so diverse Tools, die man eben verwenden kann, sonst halt alle Türen öffnen, sagen, dass der Kunde bitte gehen soll und dann stellst du dich bitte außerhalb seiner Reichweite hin. Also sagen bitte, verlassen Sie den Laden. Du gehst dann an eine Stelle, wo er nicht dran vorbeiläuft, du ihn aber beobachten kannst. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man ein kleines Studio hat. Das kriegt ihr aber hin. Ihr haltet euch von dem Kunden nähern. Ihr wendet ihn auf gar keinen Fall den Rücken zu. Ihr verlasst den Raum mit eurem Body nach vorne, um ihn sehen zu können. Denn wie gesagt, sich jetzt umzudrehen, den Laden zu verlassen oder sich eben auch den Rücken zuzuwenden, ist auch wieder massiv gefährlich. Schöne, ne? Deswegen, man geht jetzt also mit dem Rücken nach hinten geht man also, verlässt man den Raum und stellt sich dann an einen sicheren Fleck, wo der Kunde beim Verlassen des Ladens, wo man ihn zwar sehen kann, aber wo man ihm nicht so nahe kommt. Und laute Geräusche, ein Telefon in der Hand mit 11, ihr wisst, Notfallruf, ist auf jeden Fall, bitte ruft sofort die Polizei, wenn der Kunde euch angefasst hat. Bei mentalen Übergriffen, wie gesagt, kann man auch durchaus die Polizei rufen. Auch das ist eine Straftat. Ja. Das wissen wenigste. Wir denken, ja, die Nachrichten da, oder wenn der mich jetzt mal irgendwie einen süßen Kosenamen gegeben hat, dann bitte einmal darauf hinweisen, wenn das weiterhin passieren sollte, kann man auch über die Polizei rufen. Ja, und dann ist er einfach nicht auch für dich der Kunde. Nee. Ne? Also da auch wieder Grenzen setzen und bitte nicht solche Leute dauerhaft im Kosmetikstudio irgendwie haben als Kunden. Ja, und dabei ist auch völlig scheißegal, muss ich mal kurz sagen, ob der Mann eine Familie hat, ob der Kinder hat, ob der eine Frau hat, wie bekannt er ist, ein Arschloch. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt sagen muss, ein Arschloch ist in dem Fall ein Arschloch. Ja. Bitte in dem Fall verzichte auch auf das Geld, weil viele auch sagen, ja, aber ich brauche das Geld. Ja, aber also, aber du bist ja keine Prostituierte. Genau, also wenn du verkaufen kannst oder wenn du allgemein weißt, wie man Kunden gewinnt oder wie man auch Kunden hält, wie man allgemein verkaufen kann, dann oder das beziehungsweise lernen willst, dann lerne das bitte. Aber wenn du, also es sollte jetzt nicht daran scheitern, dass du da irgendwie Angst hast, irgendwie dann 100 € oder 200 € dann weniger zu haben in der Kasse. Ja. Also bitte. Da bitte auch nicht nur rumkassieren. Also einfach rauswerfen. Ja. Bitte einfach rauswerfen. Ja. Okay. Also ich wiederhole noch mal kurz, ich mache noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung bei diesem starken, sehr emotionalen Thema. Wie gesagt, wir haben das schon mehrfach erlebt. Man sagt doch immer, ja, passiert mir nicht. Ich weiß, dass das immer so ein Spruch ist. Ich bin ja jemand, der straight ist, aber es ist auch schon straighten Menschen passiert. Wir haben viele Kunden gehabt, da hätte es auch nicht gedacht und da waren wir selber auch ziemlich überrascht. Das kann jedem Menschen passieren, jedem Menschen, egal was du für ein Persönlichkeitstyp bist, ob du schön, jung, schlank bist, egal welche Körpermaße du hast, sexuelle Übergriff, da gibt's keine Hemmschwelle bei vielen Tätern. Also, was gibt's zu tun? Alleine schon mentale Dinge sind sexueller Missbrauch. Alleine schon, wenn du dich anfasst, unauffällige Berührungen, fühlst du dich unwohl, bitte sofort agieren. Bitten, den Laden zu verlassen. Sprich mit deinem Team offen drüber. Als Einzelunternehmerin, also wenn du alleine bist, mach dir trotzdem Gedanken über die Szenarien, über die Wege, die du gehen kannst. Wenn sowas dir passiert, in deinem Team bitte regelmäßig trainieren. Wie gehe ich um, wenn mich jemand anfasst? Da gibt es auch super gute Tricks im Internet, die man finden kann, wie man zum Beispiel auch eine Hand von seiner Schulter entfernt, wie man einen Menschen von sich wegdrückt, aber auch wie man allgemein verbal mit diesen Menschen umgeht. Wie gesagt, bei uns im Training ist es bei vielen Bereichen mit in Begriffen. Wir zeigen das unseren Kunden, wir reden da auch sehr offen drüber, warnen auch unsere Kunden. Aber natürlich auch, wie gehe ich damit um, wie kommuniziere ich das zu meiner Chefin, wie findet danach die Kommunikation statt, wenn es dir passiert sein sollte und du
ja, vielleicht dich nicht dagegen wehren konntest, das krieg ja schon eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, aber selbst wenn es dir passiert sein sollte, dann bitte ich dich wirklich, du bist nicht die Einzige, der das passiert ist, leider, und sprich da offen drüber. Ruf wen an, sprich mit der nächsten Person. Du kannst auch sehr gerne uns kontaktieren, wenn dir das weiterhilft. Also wir haben sehr viele in den Beratungen, in denen das passiert ist. Wir haben sehr viele, arbeiten sehr, sehr viel Mitarbeitern, wo wir sehr häufig das auch mitbekommen. In dem Fall wissen wir auch, wie wir dich beruhigen können, was dann als nächstes zu tun ist, wie du vor allem mit deiner Chefin sprichst. Und dann nehmen wir uns auch gerne ein paar Minuten Zeit für dich. Ob du jetzt Kunde bei uns bist oder nicht Kunde bist, ist dabei völlig irrelevant. Du bist jetzt halt bei uns willkommen. Meld dich sehr gerne bei uns. Auf jeden Fall agieren ist ganz wichtig, aber erstmal bevor du agierst, ist reagieren ganz wichtig auf solche Dinge. Und dann geht es alles seinen Weg. Und wie gesagt, keine Angst, bitte die Polizei zu rufen. Genau. Ansonsten findest du auch nochmal alle Links und Social-Media-Kanäle und so weiter in den Shownotes, in der Infobox. Und ja, dann bis zur nächsten Podcast-Folge. Ne? Ja.